Tippsvideo, ja, zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es beginnt am Freitag mit Mainz gegen Gladbach. Ein tolles Spiel. Gladbach hat letztes Spiel gegen Bayern gewonnen. Davor aber auch vor dem Spiel gegen Bayern ja, voll aufs Maul von Hertha BSC bekommen. Von daher schätze ich Mainz stärker ein und denke mal, dass Mainz das Spiel auch mit 2:1 gewinnen wird. Weil klar, Gladbach hat gegen Bayern gewonnen, aber zuvor gegen Hertha verloren. Das ist so ein Argument. So, Hoffenheim gegen Dortmund, nicht viel reden, wird ein 3-0 für Dortmund, denke, Hoffenheim kann kein Fußball. Leipzig gegen Frankfurt, Leipzig muss jetzt unter der Woche ran, hat unentschieden gegen City gemacht, Frankfurt musste nicht unter der Woche, doch, die muss auch runter ran. Ja, haben 2-0 verloren. Ich sag mal hier ein Unentschieden mit 1-1. Köln gegen Wolfsburg, beide jetzt nicht wirklich krass in Form, Köln aber besser in Form. Ich sag, Köln wird das Spiel hier mit 4-2 gewinnen, das wird ein torreiches Spiel. Werder Bremen gegen Bochum. Beide waren in den letzten Spielen jetzt nicht wirklich gut. Bochum ist auswärts oder so nicht gut. Von daher wird Werder Bremen das wahrscheinlich mit 1-0 gewinnen. Hertha BSC gegen Augsburg. Hertha hat zwar letztes Spiel aufs Maul bekommen von Dortmund, hat aber gut gespielt. Dafür, das Ergebnis war jetzt nicht wirklich. Das Ergebnis war jetzt nicht im Spielverlauf gerechtfertigt, sagen wir mal so. Und die haben das Spiel zuvor gegen Gladbach wirklich gut gespielt. Sehr gut. Die letzten beiden Spiele waren sehr gut, auch wenn das eine 1 aufs Maul war. Wird das Spiel hier gegen Augsburg zwar nicht einfacher, aber ich schätze mal, dass Hertha das Spiel mit 2 zu 0 gewinnen wird, weil sie trotzdem gut gespielt haben gegen Dortmund. Sie haben nur nicht die Tore gemacht. Das war halt das Problem und halt auch die Tore kassiert. Stuttgart gegen Schalke. Schalke ist da gerade gut drauf. 4-0 0-0. Stuttgart hat letztes Spiel 3-0 überraschenderweise gegen Köln gewonnen. Ich sage, das Spiel geht trotzdem an Stuttgart mit einem 1-0. Da Schalke wahrscheinlich wieder einknickt und Stuttgart gerade einen guten Fahrt hat durch den 3-0-Sieg. Freiburg gegen Leverkusen. Leverkusen musste unter der Woche ran, hat es doch geschafft, noch weiter in der Europa League zu bleiben. Sind im Achtelfinale, haben ja 3-2 gewonnen, mussten dann jetzt Elfmeter schießen. Das, was man eigentlich bei Leverkusen nicht kennt, die haben alle Elfmeter verwandelt. Das Spiel wird aber Freiburg mit 2-0 gewinnen, weil sie nicht unter der Woche spielen mussten. Und Bayern gegen Union. Geiles Spiel. Der Erste gegen den Dritten. Kann man noch einfach sagen, der Erste gegen den Ersten war. Die haben einfach beide gleich Punkte. Bayern hat letztes Spiel gegen Gladbach verloren. Und jetzt fehlt auch Upamecano. Das heißt, es wird nicht einfach. Aber ich sage das Spiel, weil Union muss ja unter der Woche spielen. Bayern jetzt nicht. Daher denke ich mal, dass Bayern das Spiel hier mit 3-1 gewinnen wird. Aber das wird nicht einfach für Bayern. Definitiv nicht. So sieht die Tabelle stand jetzt aus. Das war das Team Team der Woche vom letzten Spieltag. Bester Spieler war Hoffmann und bis zum nächsten Mal.